Redner, dem Kollegen Carsten Hilse von der AfD-Fraktion, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich die Überschrift des FDP-Antrags las, war ich sehr gespannt. Der Name des Antrags, Gefahr Wolf, unkontrollierte Population stoppen, insinuiert, dass die FDP-Fraktion die Courage haben, sich wirklich ernsthaft mit einem unpopulären Thema zu befassen. In Ihrem Antragstext wollen Sie aber lediglich den Wolf, in wie in Sachsen schon geschehen, in das Jagdrecht aufnehmen, Weidetierhalter besser entschädigen. Das ist dann doch weniger couragiert. Das Problem ist aus unserer Sicht vielschichtiger. Die in den vergangenen Jahren übermäßig zunehmende Ausbreitung des Wolfes in einzelnen Regionen in Deutschland, zum Beispiel in der Lausitz, ist in jedem Fall Ausdruck der fehlenden Regulierung von Gleichgewichten in dicht besiedelten Kulturlandschaften. Er birgt großes Konfliktpotenzial, das umso schneller steigt, je dogmatischer der Schutz der Wölfe, wie von den Linken gefordert, betrieben wird. Der absolute, bedingungslose Schutz des Wolfes hat in einzelnen Regionen zu einer Populationsdichte von Wölfen geführt, welche sie zu einer artfremden Lebensweise veranlasst. Durch eine mediale Konditionierung durch die Leitmedien haben sehr viele Menschen in Deutschland einen sehr verklärten, ja romantischen Blick auf den Wolf. Für viele ist er eine Art in der Wildnis lebendes Kuscheltier. Der Wolf ist aber ein Raubtier, und er ist ein Raubtier, das dem Menschen gefährlich werden kann. Ich bitte Großstädter, hier wirklich Verständnis für die nachvollziehbaren Sorgen der Menschen im ländlichen Raum zu haben. Wölfe laufen immer öfter seelenruhig durch Dörfer, an Bushaltestellen vorbei, an denen nur wenige Stunden vorher Kinder auf ihren Schulbus warteten. Wölfe haben schon lange gelernt, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Der nächste logische Schritt ist, dass sich auch ihr Beuteschema ändert. Alles, was kleiner und langsamer ist, ist als potenzielles Jagdopfer anzusehen. Wir brauchen Maßnahmen für eine wirkungsvolle Vergrämung und im äußersten Fall den Abschuss von Tieren, die ihre Scheu verloren haben und durch andere Vergrämungsmaßnahmen nicht wiedererlangen. Romantik ist hier fehl am Platz. In einer gemeinsamen Erklärung der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und Ministerpräsident Stefan Weil aus Niedersachsen heißt es, ich zitiere, die Sicherheit der Menschen hat oberste Priorität. Wölfe, die sich Menschen gegenüber auffällig verhalten, sind zu beobachten und gegebenenfalls zu töten. Zitat Ende. Es geht nicht darum, Wölfe in Massen abzuschießen, sondern sachlich mit Fachleuten, mit Wissenschaftlern und Betroffenen Möglichkeiten zu finden, Wölfe wirksam vom Menschen fernzuhalten. Wenn Wölfe erkennen, dass Menschen für sie eine Gefahr dastehen, werden sie zu ihrem natürlichen Verhaltensmuster zurückkehren und die Nähe des Menschen meiden. Wölfe haben seit ihrer Rückkehr nach Deutschland offiziell mehr als 3.500 Nutztiere gerissen. In der Lausitz ist die Haltung von Schafen stark eingeschränkt. Viele Menschen, die sich so wie früher 2, 3 Schafe hielten, sind davon abgegangen. Schafhalter, die ihre Schafe vor allem in Heidelandschaften grasen ließen, haben genervt aufgegeben, mit der Folge, dass die Diversität an Heidepflanzen zurückgegangen ist. Das, was Natur- und Tierschützer eigentlich erreichen wollen, eine Nutztierhaltung, die vorrangig auf der Weide stattfindet, konterkarieren sie durch zu hohe Wolfspopulationen. Darüber hinaus wird von verschiedenen Seiten die Schutzwürdigkeit einiger Tiere der Wolfspopulation in Frage gestellt, da die Zugehörigkeit vieler Wölfe zur Art des Grauwolfes, lateinisch Canis lupus lupus, der vor seiner Ausrottung in Europa heimisch war, bezweifelt wird. Vielfach zeigen genetische Analysen, dass es sich bei tot aufgefundenen Wölfen um Hybriden handelt. Bei einem durch einen Verkehrsunfall getöteten Wolf wurden per Genanalyse 60% Gene Grauwolf und 40% Labrador festgestellt. Hier werden Wesensmerkmale vermischt, die ein hohes Gefahrenpotenzial bergen. Einerseits die Anhänglichkeit eines Familienhundes und andererseits der ausgeprägte Jagdtrieb des Wolfes. Hier muss mit geeigneten Mitteln festgestellt werden, welche Tiere wir hier ansiedeln und bedingungslos schützen. Im Fachkonzept für ein Wolfsmanagement heißt es unter anderem sinngemäß, dass bis zu einer Anzahl von 12 Rudeln der Abschuss nur im äußersten Notfall erfolgen soll. Mit zunehmendem Bestand kann diese Option dann großzügiger zur Anwendung kommen. Es leben jetzt schon mehr als 5-mal so viele Rudel in den verschiedenen Wolfsgebieten mit offiziell 600 bis 700 Tieren. Lassen Sie uns im Umweltausschuss sachlich
über Lösungsansätze sprechen. Vielleicht sind ja dort die Kollegen der FDP etwas couragierter. Und als letzte Anmerkung, in den letzten Jahren haben diejenigen, die sich dafür interessiert haben, gesehen, wie invasives Eindringen in bestehende Lebensräume zu massiven Problemen der dort schon länger Lebenden führen kann. Naturschützer wissen natürlich, wovon ich spreche, von Kormoranen und Bibern. Ein schönes Wochenende. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Dr. Kirsten Tackmann.